Du möchtest von außen auf Geräte innerhalb deines Netzwerks zugreifen, also zum Beispiel Home Server, Raspberry Pi oder Smart Home Geräte? Und obwohl du alle Ports bereits entsprechend freigegeben hast, lässt sich einfach keine Verbindung aufbauen? Yep, dann leidest du wahrscheinlich unter DS Lite. Das bedeutet, dein Provider stellt dir keine richtige IPv4-Adresse zur Verfügung und das führt eben zu Problemen, wenn du auch von außen auf dein Netzwerk zugreifen möchtest. Wie du dieses Problem allerdings ganz einfach beheben kannst und was DS Lite überhaupt ist, das siehst du jetzt. Nun, was ist jetzt DS Lite? Als erstes kurz vorweg. Wenn du dich nur für die Lösungen interessierst für dieses Problem, dann kannst du auch direkt hier zu der eingeblendeten Zeit skippen. Alle anderen dürfen einfach dranbleiben. Das Hauptproblem, das hier dahinter steckt, ist der Fakt, dass uns einfach die IPv4-Adressen ausgehen. Die IPv4-Adressen sind die IP-Adressen, die ihr meistens einfach kennt. Also drei Zahlen, Punkt dazwischen, wieder drei Zahlen und so weiter. Die habt ihr in eurem Internetnetzwerk, aber auch bisher war die Adresse eures Routers, also eure sozusagen entfernte Internetadresse, auch immer in IPv4 angegeben. Diese kennt ihr also. Allerdings, rein mathematisch ist hier einfach das Problem vorhanden, dass es hier nur ein paar Milliarden Kombinationen gibt. Wir allerdings momentan mehr internetfähige Geräte haben wie IPv4-Adressenkombinationen. Aus diesem Grund wurde ein neues IP-Protokoll, nämlich das IPv6-Protokoll, entwickelt. Das hat schon mal eine ganz andere Schreibweise. Das besteht eben aus Zahlen und Buchstaben und ist durch Doppelpunkte getrennt. Und allein schon durch den Aufbau kann man hier mathematisch fast unendlich viele Kombinationen errechnen, was dieses Problem der zu wenigen IP-Adressen für die Zukunft für lange Zeit lösen soll. Da allerdings momentan beide Protokolle parallel genutzt werden, führt das eben zu Problemen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso manche noch einen IPv4-Zugang haben zum Internet und andere einen IPv6. Nun, meistens haben noch alte bestehende Verträge diese IPv4-Verbindungen. Neue Verträge oder wenn ihr umgezogen seid oder eben beim Providerwechsel, die bekommen einfach im Zuge der Umstellung jetzt schon immer diese IPv6-Adressen. Grundsätzlich ist es auch kein Problem. Das heißt, wenn ihr Dateien hochladet, runterladet, aber auch Echtzeitkommunikation wie zum Beispiel FaceTime oder Voice over IP sind auch mit dem neuen Standard überhaupt gar kein Problem. Problematisch wird es eben nur, wenn ihr von außen auf euer Netzwerk zugreifen möchtet. Genauer gesagt entsteht dieses Problem allerdings nur, wenn ihr von einem IPv4-Anschluss auf einen IPv6-Anschluss zugreifen möchtet. Denn diese Protokolle sind nicht miteinander kompatibel. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ihr von IPv6 auf IPv6 zugreifen möchtet, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Das funktioniert auch jetzt schon. Allerdings haben eben nicht alle Internetteilnehmer so einen IPv6-Anschluss. Gerade auch Mobilfunkanbieter, also wenn ihr mit eurem Smartphone ins Internet geht, dann wird das über eine IPv4-Verbindung gemacht und das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Das gleiche gilt auch bei Unternehmen, das heißt, wenn ihr über einen Business-Anschluss quasi ins Internet geht, dann geht das auch immer über das IPv4-Protokoll. Und darum liegt es nun an uns Nutzern, für diese Differenz eine Lösung zu finden. Ich möchte euch nun drei verschiedene Lösungswege vorstellen und ihr könnt einfach den nehmen, der zu eurem Anwendungsfall am besten passt. Die erste Möglichkeit sind sogenannte Portmapper Services. Nun, was ist das Ganze? Einfach erklärt sind das Dienste, die eure IPv6-Adresse mithilfe deren Servern zu einer IPv4-Adresse konvertieren. Hierfür gibt es im Internet natürlich verschiedene Anbieter, allerdings möchte ich auch gleich hier dazu sagen, ich empfehle diese Methode nicht. Denn die hat eindeutig einige Nachteile, die für mich doch ziemlich schwer ins Gewicht fallen. Zum einen ist es hier nicht möglich, selbst wenn ihr für diesen Anbieter zahlt, eure eigene Domain zu verwenden. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Domain apfelcast.com, habe jetzt einen Server zu Hause stehen und würde jetzt dafür zum Beispiel gerne die Domain server.apfelcast.com verwenden. Das geht in diesem Fall nicht. Ihr müsst einfach auf eine vordefinierte Domain von dem Betreiber zugreifen, zum Beispiel irgendwas wie apfelcast.ddns.net oder meistens sind die sogar noch länger, benutzen, was ziemlich unschön ist und was noch viel unschöner wird bei dieser ganzen IPv6-Geschichte. Die weisen euch quasi zufällig generiert einen Port zu. Der kann manchmal bis zu sechsstellig sein, der noch hinter eurer eigenen Domain kommt und der da auch immer kommen muss. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Nextcloud zu Hause betreibt, dann habt ihr bei jedem Link, den ihr verteilt, zum Beispiel zu einer Datei, immer noch diese riesige Portnummer mit dran und das Ganze sieht einfach mega unschön aus. Aber neben der optischen Geschichte gibt es da auch noch eine wirklich sicherheitsrelevante Geschichte. Nämlich euer ganzer Traffic, das heißt alle Daten, die ihr darüber verteilt, hochladet, runterladet, anschaut, wie auch immer, die gehen alle über den Server dieses Providers.
Natürlich verspricht ihr euch in den AGBs, da niemals zuzugreifen und eure Daten natürlich sicher zu behandeln. Allerdings die technische Möglichkeit zum Zugriff besteht und ihr seid quasi auch Sicherheitslücken eures Anbieters vollkommen ausgeliefert. Der einzigste Vorteil an der ganzen Geschichte, das Ganze ist um ein paar Euro im Jahr günstiger als die anderen Methoden, die ich euch vorstellen werde. Die zweite Möglichkeit ist ein Self-Hosted Portmapper. Nun, was ist das Ganze? Hier verweist eure eigene Domain auf einen normalen IPv4-Server, den ihr eben selber hostet. Dieser Server verweist dann wiederum auf die IPv6-Adresse eures Hausanschlusses. Diese Methode würde ich euch persönlich am meisten empfehlen. Das hat natürlich auch einige Gründe. Zum einen ist die Installation wirklich sehr einfach. Das Ganze ist in 3 Minuten erledigt. Egal, ob ihr jemals mit einer Command-Line oder mit Linux gearbeitet habt, das sind wirklich nur 2, 3 Befehle, die ihr eingeben müsst und schon funktioniert das Ganze. Der nächste Vorteil ist, ihr könnt natürlich eure eigene Domain verwenden. Das heißt, ihr könnt den Namen nehmen, wie zum Beispiel euer Verein, euer Unternehmen, wie auch immer heißt. Also die Domain, die ihr meistens ja schon eh habt, die auch viel, viel schmäler und schlanker sein kann, als das, was euch eben andere Dienste bieten können. Natürlich könnt ihr dann auch ganz beliebig eure eigenen Subdomains und so weiter einsetzen. Der nächste Vorteil und gleichzeitig für mich wichtigste Vorteil ist die Sicherheit. Denn hier läuft alles über euren eigenen Server. Das heißt, nur ihr habt darauf Zugriff. Auch die ganzen Daten liegen, auch wenn sie quasi jetzt im Internet sind, bei euch. Das ist eben was, das, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist. Wichtig ist hier allerdings, dass ihr einen Server habt, der nicht in eurem Netzwerk ist, sondern extern, also optimalerweise in einem Rechenzentrum. Dass das allerdings überhaupt nicht mit hohen Kosten verbunden ist, das seht ihr gleich. Ich zeige euch jetzt die Installation Schritt für Schritt, stellvertretend bei mir an einem Raspberry Pi mit Nextcloud Pi. Genau gleich würde das aber auch zum Beispiel für einen Home-Server, Smart-Home-Geräte und so weiter funktionieren. Also würde ich sagen, schauen wir uns doch direkt mal an, wie das Ganze funktioniert. Beginnen wir wie immer mit den Vorbereitungen. Ich habe euch ja schon erklärt, dass ihr für diese Methode einen Server benötigt, der außerhalb von eurem Netzwerk ist, also in einem Rechenzentrum. Und ich habe euch ja auch schon versprochen, dass das Ganze funktioniert, ohne große Kosten zu verursachen. Und wie genau das geht, das zeige ich euch jetzt. Es gibt einen Provider, der hier eine wirklich günstige Lösung anbietet, und das ist IONOS, also ehemalig 1&1. Und nein, ich werde nicht von diesem gesponsert, es wäre allerdings schön, wenn es so wäre. Um diese nun wirklich sehr günstige Lösung zu finden, geht ihr zu dem Punkt Server und dann zu dem Punkt VServer VPS. Wenn ihr hier etwas nach unten scrollt, dann findet ihr hier den VPS Server S. Ja, und der kostet 1 Euro im Monat. Dauerhaft. Also das ist kein Log-Angebot die ersten 3 oder 6 Monate, sondern das ist wirklich dauerhaft 1 Euro im Monat. Und ich denke, ja, noch günstiger kann man es wirklich nicht hinkriegen und ich denke auch jeder, der quasi einfach das nutzen möchte, um zu Hause zu hosten, der hat ja eh schon einen Kostenvorteil, weil er sich keinen richtigen Server in einem Rechenzentrum anmieten muss. Und dann, naja, diese kleinen Kosten von dann insgesamt 12 Euro im Monat, ich denke, die kann man doch dafür dann aufwenden. Und der Server ist auch wirklich alles, was ihr braucht. Also der reicht von der Leistung her, ihr seht, ihr habt hier einen Intel Xeon Prozessor drin, der reicht 10, 20 Mal für das aus, was wir damit machen möchten. Ja, und der erste Schritt wäre jetzt quasi, sich diesen Server zu buchen. Dafür geht ihr einfach hier auf Weiter, wählt als Betriebssystem Ubuntu 18.04 aus, das wäre wichtig, und als Rechenzentrumstandort natürlich Deutschland. Außer ihr würdet euch beispielsweise sogar in den USA befinden, falls ich Zuschauer von da drüben habe. Ja, und da geht jetzt einfach hier auf Weiter, gebt eure Daten ein, Zahlungsdaten und so weiter, und dann bekommt ihr auch ganz schnell die Zugangsdaten zu dem Server. Was ihr hier benötigt und euch notieren solltet, ist die IP-Adresse, also die IPv4-Adresse eures Servers und das Root-Passwort. Die 2 Sachen, die braucht ihr jetzt gleich. Jetzt müssen wir uns via SSH mit dem Server verbinden. Auf dem Mac geht das ganz einfach, da können wir nämlich das vorinstallierte Programm Terminal nutzen. Auf Windows müsst ihr da gegebenenfalls noch das Programm PuTTY herunterladen und installieren. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Die Verbindung funktioniert aber bei beiden Programmen ziemlich ähnlich. Als erstes gebt ihr mal die Verbindungsart an, nämlich SSH, also einfach SSH hier reinschreiben. Dann müssen wir angeben, mit welchem Benutzernamen wir uns verbinden wollen. Das wäre natürlich root und jetzt noch wo, also @ quasi und dann die IP-Adresse von eurem Server eben. Jetzt können wir einfach einmal Enter drücken. Jetzt werden wir natürlich gefragt, ob wir diese Verbindung aufbauen möchten, also dieser SSH-Key hier gespeichert werden soll. Das bestätigen wir einfach mit Yes. Jetzt müssen wir das Passwort eingeben, also das Root-Passwort eben. Das bekommt ihr von eurem Provider gestellt. Das kopiere ich jetzt hier einfach mal einmal rein.
Und dann bin ich auch schon drin und das Erste, was ich jetzt machen muss, ist ein neues Passwort festlegen. Dafür muss ich als Erstes das alte nochmals eingeben, also einfach nochmals einfügen. Und jetzt gebe ich hier einfach ein neues Passwort ein. Übrigens nicht wundern, wenn ihr jetzt hier keine Zeichen seht, wenn ihr was eintippt. Das ist ganz normal bei Passwörtern im Terminal. Als ersten Schritt aktualisieren wir nun unsere Paketquellen ganz einfach mit apt-get-update. Als nächstes installieren wir nun den Dienst, der uns quasi dieses Port-Mapping ermöglicht und der nennt sich ganz einfach SysTunnel und den können wir mit diesem Befehl hier installieren. Die Befehle findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. So, jetzt ist auch schon der erste Part an dem Server erledigt. Jetzt müssen wir uns nochmal um unser internes Netzwerk kümmern und dafür müsst ihr euch auf eurem Router anmelden. Das kann natürlich jetzt eine Fritzbox sein, so ein Unity Media Modem, was ihr auch immer gerade da habt, einfach mal darauf anmelden. Ich habe mich jetzt hier in meiner Fritzbox eingeloggt und bereits unter dem Punkt Internet den Punkt Freigaben aufgerufen. Hier seht ihr nun meine ganzen Freigaben, die ich so habe. Ich habe bereits auch schon eine hier für meinen Nextcloud Pi eingerichtet, allerdings erstmal nur die 80er Portfreigabe, um euch zu zeigen, wie das geht. Der erste Schritt für euch, wenn ihr noch gar keine Freigabe habt, wäre natürlich hier einfach auf Gerät für Freigabe hinzufügen auswählen, dann hier aus der angezeigten Geräteliste eben euren Raspberry Pi oder euren Nextcloud Pi, ist ja einfach nur ein anderer Name dafür, dann auswählen und dann könnt ihr gleich weitermachen, genau in dem Schritt, wie ich es euch jetzt dann zeige. Dafür öffne ich jetzt hier als erstes mal hier wieder meinen Eintrag über den Stift-Icon hier und das obere können wir alles so lassen, wie es ist. Wie ihr seht, ich habe hier auch schon den 80er-Port freigegeben. Da mein Anschluss so noch eine kleine Besonderheit hat, der hat quasi IPv4 und IPv6, werden mir hier beide angezeigt. Allerdings bei euch, wenn ihr jetzt einen reinen IPv6-Anschluss hattet, also so einen DS-Lite-Anschluss, würde eben hier nur die IPv6-Adresse unter dem Punkt IP-Adresse aus dem Internet angezeigt werden. So, wir haben natürlich jetzt nur den Port 80 freigegeben, das heißt, wir könnten jetzt ungesichert quasi auf die Nextcloud zugreifen. Das wollen wir gerade bei Nextcloud-Anwendungen natürlich gar nicht. Wenn ihr nur eine Website darüber hosten möchtet, würde das zum Beispiel ausreichen. Möchtet ihr jetzt einen weiteren Port hinzufügen oder überhaupt mal einen Port hinzufügen, geht ihr hier einfach auf Neue Freigabe. Und jetzt für in meinem Fall eben, da es jetzt eine HTTPS-Absicherung sein soll, wähle ich hier HTTPS-Server aus. Wenn ihr ganz einen anderen Port freigeben möchtet, könnt ihr einfach hier andere Anwendungen wählen. Ich nehme jetzt hier HTTPS-Server und dann wird mir auch hier schon automatisch der passende Port eingetragen. Ganz, ganz wichtig ist jetzt natürlich noch, klar, die Freigabe sollte aktiviert sein und darüber hinaus eben über IPv4 und IPv6. Dann klicke ich jetzt hier einfach auf OK, um das Ganze abzuspeichern und klicke dann auch in dieser Schaltfläche hier nochmal auf OK, um auch diese Änderung nochmal zu übernehmen. Jetzt müssen wir noch einmal hier in dieses Menü rein, einfach über den Stift wieder. Und wir müssen uns jetzt unsere IPv6-Adresse kopieren. Die ist natürlich jetzt hier bei mir nicht vollständig angezeigt. Datenschutz könnt ihr euch vorstellen. Aber das macht nichts. Die ist natürlich gleich für HTTP und HTTPS oder beziehungsweise jeden Port, den ihr da eben nehmen möchtet. Und die kopiert ihr euch jetzt einfach einmal. Jetzt habe ich hier schon mal den Syntax, also die Schreibweise von dem SysTunnel-Befehl vorbereitet. Die sieht eben wie folgt aus. Das wäre einmal der Befehl, also SysTunnel, dann der IPv4-Port. Also ihr müsst euch ja denken, euer Server ist IPv4 und über welchen Port möchtet ihr jetzt denn darauf zugreifen? Bei Webseiten und ja, eben ganz normalen Webanwendungen wäre natürlich das immer der Port 80 bzw. 443. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel mehrere Webseiten oder mehrere Hausanschlüsse, ja besser gesagt, über den gleichen Server hosten möchtet, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch abweichende IP-Adressen angeben. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, für den Standardfall könnt ihr das wie folgt machen. Dann eben die IPv6-Adresse, die wir uns gerade kopiert haben, und den IPv6-Port, also den Port, den ihr gerade freigegeben habt. Also, um euch jetzt nicht hier weiter zu verwirren, zeige ich euch das jetzt einfach mal, wie genau das Ganze wäre. Also, SysTunnel, dann mein IPv4-Port wäre hier der Port 80. Dann meine IPv6-Adresse, die habe ich mir kopiert, füge ich hier einfach einmal rein. Und der IPv6-Port wäre jetzt hier im ersten Fall einfach auch einmal 80, weil ich den ja gerade freigegeben habe. Möchtet ihr das gleich jetzt auch noch für den 443er-Port machen? Einmal das Ganze kopieren, einfügen und einfach hier den 443er-Port dann eintragen anstelle des 4480er-Ports. Wenn ihr euch wundert, in was ich gerade schreibe, die App nennt sich einfach TextMate. Ihr könnt Pages, Word, was auch immer nehmen. Einfach irgendwas, wo ihr Text reinschreiben könnt. Ist ein bisschen einfacher, als das nachher im Terminal zu machen. So, jetzt sind wir wieder ready, set, um den nächsten Schritt zu wagen. Dafür öffnen wir wieder unser Terminal und geben jetzt einfach genau das hier, was wir uns gerade erstellt haben, ein. Als erstes hier mal den 80er-Port-Befehl. Also kopieren,
einfügen und mit Enter abschicken. So, wir haben jetzt keine Fehlermeldung bekommen, das heißt auch schon, es funktioniert das Ganze. Und dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Natürlich, wenn ihr das mit dem 443er-Port machen wollt, einfach nochmal kopieren und einfügen, funktioniert genau gleich. So, ich bin jetzt hier wieder im Browser und was wir jetzt eingeben müssen, ist die IP-Adresse eures Servers bei IONOS, also den ihr gerade angelegt habt. Quasi die gleiche IP-Adresse, die ihr auch bei dem SSH-Login verwendet habt. Die geben wir jetzt hier einfach mal ein. Da wir eh den Port 80 verwenden, müssen wir keine weiteren Portnummern angeben, denn das ist der Standardport, der von dem Server angesurft wird. Also schicken wir das Ganze einfach mal ab. Und wie ihr seht, das Ganze hat funktioniert. Wir sind jetzt hier auf meiner Testseite gelandet, also einfach der Seite, die ich kurz via HTML mal erstellt habe, um das Ganze auszuprobieren. Und wie ihr seht, wir wurden jetzt eben hier quasi weitergeleitet auf unsere IPv6-Adresse. Ja, also wie ihr seht, eigentlich ganz einfach durchzuführen das Ganze. Die dritte Möglichkeit sind sogenannte Business-Tarife. Die meisten Internetprovider bieten neben ganz normalen Hausanschlüssen eben auch Business-Tarife an, die eigentlich für Unternehmen gedacht sind. Das bedeutet, ihr zahlt hier einfach ein paar Euro mehr und bekommt dann eben aber auch mehr Leistung, wie zum Beispiel schnelleres Internet, bessere Hardware, also meistens eben eine Fritzbox, falls ihr die noch nicht habt, und eben ganz wichtig auch eine statische IPv4-Adresse. Das bedeutet, hier bekommt ihr eigentlich alles, was man sich wünschen kann für diesen Anwendungsfall. Denn zum einen habt ihr eine statische IP-Adresse, das heißt, ihr benötigt keinen dünn-DNS-Dienst oder ähnliches. Und ihr habt eben noch das bekannte IPv4-Protokoll, wo ihr dann ganz einfach darauf zugreifen könnt. Wichtig zu wissen ist auch, ihr müsst kein Gewerbe oder Unternehmen haben, um so einen Tarif zu bekommen. Jeder, der den haben will und eben den Mehrpreis dafür zahlen möchte, der kriegt den auch. Das wirklich Tolle daran ist die Einfallkonfiguration. Das bedeutet, ihr habt quasi für immer eine IPv4-Adresse, die ihr zum Beispiel direkt bei eurem Domain-Hoster eintragen könnt. Also in meinem Fall, dass zum Beispiel apfelcast.com immer auf eine IP-Adresse verweist. Und von dort aus könnt ihr dann eben die ganzen Geräte in eurem Haus erreichen, die ihr eben erreichen möchtet. Home-Server, Raspberry Pi und so weiter. Das heißt, wie ihr seht, ist das wirklich die einfachste Variante, um von außen auf seine Geräte zuzugreifen, wenn das auch gleichzeitig die teuerste ist. Natürlich sprechen wir hier nicht über hohe Beträge. Diese Variante empfehle ich all denjenigen, die eben wenig Aufwand haben möchten bei der Konfiguration und auch Dienste wie zum Beispiel das Zuhause-Hosten intensiv nutzen. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. Falls ihr dennoch irgendwie nicht ganz weitergekommen seid oder an einer Stelle ein Problem habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an cloud@apfelcast.com und ich versuche euch spezifisch weiterzuhelfen. Natürlich würde ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Und ihr könnt auch gerne ein Abo für meinen Kanal dalassen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema sehen wollt, zum Beispiel wie man sich auch so einen zu Hause gehosteten Raspberry Pi selber bauen kann, dann seht ihr hier einige Videos zu diesem Thema verlinkt. Zum Schluss bleibt natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal,